Herzlich willkommen zum neuen Video. Wir sind hier heute in Schrajan bei unserem Weizen. Hier ist auf den ersten Blick zu sehen, dass hier einige Diesel-Nester drin sind. Ist noch nichts abgeknickt. Ich habe noch nichts gefunden, was ausgekeimt ist auf dem halben, also an der Ehre. Einmal kurz mir gerade ein bisschen Weizen hier angeguckt. Kleine Bissprobe gemacht. Jetzt mit einer Hand kriege ich das hier gerade nicht mehr so raus. Der macht auf jeden Fall einen trockenen Eindruck. Würde mich auch wundern, wenn es nicht so ist. Weil jetzt die letzten zwei, drei Tage war wirklich Dreschwetter. Wir haben ja heute Montag. Gestern Sonntag habe ich nichts gefilmt. Aber das heißt nicht, dass wir nichts gemacht haben. Wir haben einiges an Roggen und Emma, den Rest Emma noch abgetüdelt. Aber ich habe, ja, Sonntag ist dann irgendwie Sonntag. Kamera rausholen, ein bisschen was zu erzählen, ist ja dann doch ein bisschen Arbeit. Und ja, da habe ich dann halt nichts zu gefilmt. Gut. Ich habe jetzt erstmal den ersten Zug hierher gebracht. Wir haben einen Trocknungswagen hinten und unsere Lametech Mulde. Den Trocknungswagen hier so außen rum, weil wir erst dachten, dass das wahrscheinlich ein bisschen nass sein könnte. Aber ist wohl gar nicht so. Wir hatten Probleme, deswegen ist hier gerade noch einer von der Werkstatt mit drauf. Der Dreschkorb hat sich nicht verstellen lassen. Aber es scheint wohl ein Sensorproblem gewesen zu sein. Auch besserer Boden. Ja, knappe 55 Bodenpunkte. Das Wasser hält sich hier dann doch immer ein bisschen anders als bei uns mit unseren 20 Bodenpunkten. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den Vlog erinnern könnt. Volle Pulle Ernte, wo es losging mit Kartoffelroder bei uns. Nach 120 mm Regen und auf dem Vorgewinde hat es gestaubt und die Erde war trocken. Das gibt es wirklich nur bei uns. Ja, ich glaube, Carsten will abbunkern, da gucken wir mal noch mal zu und ansonsten habe ich hier den Zug nämlich auch schon abgehangen. Ich muss wieder nach Hause gleich den nächsten holen, weil es ja knappe dreiviertel Stunde Fahrt ist. Und ich warte jetzt nicht, bis der Wagen oder der Zug hier oder ein Wagen voll ist und tausche die Wagen dann. Deswegen, ihr habt gerade den Christopher gesehen, der ist mit dem 6210er heute. Und dem Schwader hier nicht mit dem 6M, so wie in dem letzten Vlog zu sehen war. Und zwar aus dem Grund, damit möglichst eine Leertour vermieden werden kann. Wenn wir jetzt hier heute Abend den letzten Zug nach Hause holen wollen, kann Christopher den mit dem 6210er holen. Ich bin gespannt, was der hier für Werte hat. Ist nicht so schön rötlich, wie man ihn sich wünscht. Also Protein. So, da bin ich wieder. Der arme Carsten. Wie ihr seht, ich habe andere Wagen hinter. Vielleicht seht ihr das im Spiegel, vielleicht auch nicht. Ich habe unsere anderen beiden Trocknungswagen hier, aber nicht aus dem Grund, dass es trocken ist, sondern einfach, weil wir nichts anderes mehr auf dem Hof haben. Ja, die Fläche ist ab. Qualitäten rein optisch betrachtet sind scheiße. Habe ich euch ja vorhin schon gezeigt. Der Weizen ist viel zu hell. Ich will mir den gleich nochmal genauer angucken, ob ich da irgendwie doch vielleicht am Korn ein bisschen was Ausgekeimtes schon erkenne. Ertrag sind wir bei nicht ganz 4,5 Tonnen, das hier sind 8,2 Hektar und wir haben jetzt den ersten Zug komplett voll. Der Bunker, sagt Carsten, der war gerade komplett voll, da passen 6 Tonnen rein. Also sind wir bei 36 Tonnen gesamt hier von der Fläche. Ist in Ordnung. Ertragstechnisch kann man nicht meckern, dafür nicht beregnet hier, ne? Ist aber auch anderer Boden. Gut, aber Qualitäten, wie bei euch allen, glaube ich auch, sind die einfach auch vor allem beim Weizen dieses Jahr nicht so, wie wir uns das alle wünschen. Man kann froh sein, wenn man nicht zu viel Lager hatte und der ganze Kram alles schon ausgekeimt ist. So, Carsten fährt jetzt gerade einmal rüber. Fängt an, das Vorgewinde dort lang zu dreschen.
dann werde ich mich da hinstellen, werde den Zug am Vorgewinde einmal drehen, dass wir gleich in Fahrtrichtung wieder nach hier hin stehen. Werde ihn dann da abbauen, anschließend den anderen Zug mitnehmen und ja, dann zu Hause abladen und hoffe, dass da noch Platz ist bei dem ganzen Himmel und hoffe, den wir gestern gedroschen haben, den sind wir da jetzt gerade am Einlagern in der Zelle. Ja, schade, dass die Auffahrt hier nicht so passt, dass man einfach gerade rüberfahren kann. Hier ist aber ein Graben, deswegen muss das Bier ein bisschen hin und her sitzen. Ein bisschen eng alles. Richard ist ja aber mit Kameras ausgestattet, deswegen. Wird das schon alles sehen. So, ich muss jetzt hier erstmal ein bisschen Abstand halten. Stau. Technisch schätze ich die Fläche ziemlich ähnlich bzw. genau so wie diese Fläche ein. Wir hatten hier als Vorfrucht Ackerbohne, hier drüben Sojabohne, beides Kulturen mit einem Top-Vorfruchtwert. Ja, und das Einzige, was hier halt auch groß zu erkennen ist, sind die ganzen Diesemester. Da ist so das Einzige, was wir da wirklich gegen machen können, schälen. Schälen bedeutet flach fliegen bis so 10 cm. Tief, also so flach wie möglich, so tief wie nötig, sagt man. Hoffentlich passt das jetzt auch mit meinem Wagen hier. Den Auffahrten. Egal, wird schon gut gehen, ne? Oh! Oh! So, ich muss ein bisschen aufpassen, ich will hier nicht komplett im Kreis fahren. Und ein bisschen Weizen fahre ich jetzt leider gerade kaputt. Aber das geht nicht anders. So, die Wagen stehen da, wo sie stehen sollen. Carsten ist hinten gerade am Dreschen. Und ich habe gerade eben schon einmal alles gemacht, damit ich hier jetzt nicht absteigen muss. So ist das entspannt. Gut, wir bauen uns den anderen Zug an und fahren nach Hause. So, wir sind zu Hause. Ich musste noch kurz ein bisschen warten. Der Roggen war noch nicht ganz rübergelaufen. Deswegen hat Christopher jetzt den ersten Wagen schon einmal reingekippt. Er nimmt jetzt gerade noch mal Anlauf, um hier ein bisschen gerade reinzufahren. Dann wird der zweite Wagen hier auch reingekippt. Und eins wollte ich euch noch zeigen, das habe ich zwischendurch gesehen. Die Kamera kann ja sowieso nicht fokussieren, das ist ja ein bisschen doof an der GoPro. Aber wenn ihr genau hinguckt, also, weiß ich nicht, 5% hat angefangen auszukeimen. Gut! Und das hier ist nämlich das, was wir uns vorhin überlegt haben. Stroh einfach zwischenquetschen. Können wir hier jetzt ein bisschen wieder rausziehen. Ich meine, selbst wenn das mit in den Sumpf reinkommt, wird der eh rausgereinigt. So, ich warte noch, dass Christopher da vorne fertig wird. Dann staube ich ihn nicht so ein. Jo. Sicherheitsabstand wird eingehalten wegen dem Staub. Ne? So, das ist ja auch Trocknungswagen, aber der war nicht trocken. Doch, der war trocken, deswegen braucht er nicht angeschlossen werden, kann direkt abgekippt werden. In den Sumpf passt es, wie ihr seht, eigentlich nicht wirklich rein, aber nützt alles nichts. Ich muss wieder los, Wagen tauschen. Das wird jetzt mit der Zeit gleich rüberlaufen in die eine Zelle, die ist noch leer. Das ist die letzte leere Zelle. Und ja, zwischendurch, der Stapler, wo die Schaufel dran ist, ist jetzt hier gerade nicht da, wird das immer ja, ein bisschen rangeschoben. Ja,
Hier sieht das leider nicht anders aus. Ist ja auch gleiches Feld, klar, aber ist echt schon einiges ausgekeimt. Also ich bin gespannt, was der Qualitätscheck sagen wird. Gut, ich fahre wieder los. Wir sehen uns auf dem Feld. Bis später. Jo, wir sind auf dem Feld angekommen. Wie ihr seht, ich habe Wagen auch schon abgebaut. Und da vorne kommt Carsten. Das Ding ist, dass sein Drescher ab da vorne schon angezeigt hat, 100% Tankvolumen. Korntankfüllung. Ich weiß nicht, ob ihr das da gerade gesehen habt, aber da guckt auch schon ordentlicher Berg oben raus. Ertragstechnisch habe ich gerade ein bisschen Rücksprache mit ihm gehalten. Kommt hier so, sogar ein bisschen mehr was runter. Bisschen mehr als 5 Tonnen. Das Ding ist ja, das hier ist deutlich besserer Boden. Wir konnten ihn leider nicht beregnen. Trockenes Frühjahr und jetzt zur Ernte zu nass. Dadurch kriegen wir leider unsere erhofften Erträge nicht hin. Wir haben ja auf knappe 6 Tonnen gehofft. Ist klar, 6 Tonnen Bio-Weizen ist auch eine Hausnummer, muss man erstmal hinkriegen. Aber das wäre drinne gewesen, wenn das hier alles gut wäre. Ja, wenn Carsten da hinten jetzt gleich einmal zu dolle bremst, dann hat er ein bisschen Weizen auf dem Dach. Aber das weiß er auch selber, da fährt er jetzt aber ganz vorsichtig rückwärts. Und da rieselt's runter. Und er hat Weizen auf dem Dach. Das war ein bisschen zu viel, das Vorgewende hier. Ja, da war ich vielleicht auch einfach ein bisschen zu langsam. Ne? Die anderen Wagen so zur Orientierung hinter dem Maisschlacht. Ich meinte ja, dass hier das Feld weitergeht und ich meine genau diese Ecke. Deswegen, der Zug da hinten ist voll. Ich habe zu lange gebraucht. Und jetzt muss ich zusehen, dass ich hier nicht voll im Staub stehe. Wir haben vorhin ja auch einmal ein bisschen nach Verlusten geguckt. Ich hatte das ja schon mal in anderen Videos ein bisschen mehr erklärt. Unterm Schwatt liegen die Schüttlerverluste, links und rechts liegen die Siebverluste. Natürlich auch ein Teil Siebverluste unterm Schwatt, das ist klar. Aber der Spreuverteiler, wir können mal einmal ganz kurz hingehen. Diese beiden Rotoren, sag ich mal, das ist der Spreuverteiler. Auf den Spreuverteiler fällt dann nämlich hier dieses ganze kleine Weizenspelz oder Fräse oder wie auch immer man das nennt. Und halt auch die kleinen ausgedroschenen Körner. Und die werden dann auf die komplette Arbeitsbreite verteilt. Und können wir jetzt hier auch nochmal gucken, wenn ich eine Hand ausbreite und auf einer Handbreite 5 Körner oder weniger als 5 Körner finde, haben wir unter 1% Verluste. Hier habe ich eins, da habe ich eins, nee, das ist ein Stein. Ja, so auf eine schnelle Einkorn gefunden, also ja, Verluste wie immer top. So, er hat seinen Bunker jetzt gleich fast leer. Und das alles kommt von einem Bunker. Ah, passt ein bisschen was drauf. So, wir holen mal die anderen Wagen. Ja, hier sind die beiden Dinger. Hinterer 16 Tonner, das 18 Tonner. Gut, dass sie nicht zum Überlaufen voll sind. Bei so Weizenanhängern muss man ja auch immer auf sein Gesamtgewicht achten. Und deswegen habe ich die nämlich auch schon in Fahrtrichtung hingestellt. Boah, guck mal hier, Deichsel ist zu niedrig. Wie toll so eine Ackerschiene sein kann. Ja, nicht ganz so hoch. Das war ein bisschen zu dolle. So, angehangen ist das Ding. So, guckt euch das mal an, wie der Reifen da schon in den Boden reingesackt ist, hier auch. Und jetzt stellt euch vor, die Wagen würden in die Richtung fahrtbereit stehen und ich müsste mit so einem vollen Wagen und mit dieser Straßenbereifung
hier auf dem Vorgewende noch drehen. Was meint ihr, was ihr da für Verdichtungsschäden im Boden anrichtet? Das ist hier zwar ein bisschen lehmhaltigerer Boden, das heißt, im Winter friert er sich wieder offen. Aber wollen tut man es trotzdem nicht und schaden ist es trotzdem. Gut. Ich bin heute den ganzen Tag nur auf der Straße unterwegs, deswegen ist es auch nicht mehr allzu spannend. Wir haben hinten noch zwei andere Flächen. Bezweifle ich, dass wir das heute alles abkriegen, wird morgen weitergehen. Bevor ich jetzt in den nächsten Tag übergehe, dachte ich, erinnere ich euch nochmal, wenn euch das Video gefällt, gerne abonnieren, liken und kommentieren. Ich lese jedes Kommentar. Ne? Grüße gehen raus an Lino. Und ja, ich schließe jetzt Wagen an. Fahr die Dinger nach Hause, bin ich wieder knappe Stunde unterwegs. Das ist ja das Problem hier mit Schrayan und unserem Hof, dass man so lange auf der Straße ist. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Hoppa, moin. Wir haben Dienstag heute. Und das Ding wird für heute mein Gefährt werden. Wettertechnisch ist leider nicht so toll. Wir haben safe in einer halben Stunde Regen drin, vor allen Dingen in Schrayan, da wo noch unser Drescher steht. Wir sind da ja gestern nicht fertig geworden. Ein bisschen Weizen steht da noch. Ja, ist alles ein bisschen ärgerlich mit dem Wetter, nützt alles nichts. Carsten hat sich den 6M geschnappt und holt Krautschlägegerät. Der ist am Kartoffelkraut abschlagen, einfach dafür, dass wir eine gleichmäßige Abreife garantieren können und nicht irgendwie, dass ein paar Kartoffeln noch weiter wachsen, doch noch nicht scheinfest sind und alles drum und dran. Krautfäule ist da ja schon ziemlich reingezogen, aber dementsprechend schlagen wir jetzt alles gleichmäßig ab und dann sollte das in 2 Wochen auch scheinfest sein. Christopher ist mit dem Frontlader in Gange, der stellt Haferstroh schon mal beiseite. Ich fahre jetzt mit unserem 6250R und dem Köckerling 460 Quattro hinterher und ja, machen einmal ein bisschen Stoppelschwarz. Wir versuchen so flach wie möglich zu arbeiten. Flächendeckend wollen wir den ganzen Boden einmal trennen, dass wir die ganzen Quäkelnester rauskriegen und ja generell eine gute Unkrautbekämpfung haben. Deswegen machen wir das auch nicht mit der Scheibenecke. Da ist ja optimal so sag ich mal, 2 bis 4 Zentimeter. Einfach nur den Boden ein bisschen ankratzen, sodass alles wieder ein bisschen aufkeimt. Aber Scheibenecke ist halt auch eine Quäkelvermehrung. Also deswegen machen wir das hier mit. Gut, wir fahren los. Bis gleich. Tja, und so habe ich es mir bequem gemacht hier. Für eine Fußablage. Und das ist nämlich der Regen, von dem ich geredet habe. Guckt euch das mal an. In Schrayan ist es noch mehr. Das Schöne ist ja, bei uns hier auf unserem Boden fängt das absolut nie an zu schmieren. Staubt auch noch hinten. Also ich meine, es hat auch gerade eben erst angefangen mit dem Regen, aber wird ja noch die ganze Zeit so weitergehen. So, am Vorgewende nehmen wir mal jede zweite Bahn, die ihr gesehen habt. Nehme ich meine Maschine aus. Schlag Lenkrad einmal ein. Und jetzt gucke ich hier, dass ich in die nächste Bahn gekommen bin. Und jetzt drücke ich, aktiviere ich meinen GPS. Trecker lenkt selber rein. Kann ich wieder runterlassen. Und mit meinem Joystick Tempomat rein und gib Attacke. So, das Ding ist, unser Trecker hat eigentlich auch eine Wendeautomatisierung. Aber, ach Mensch, die von John Deere, die haben mir das schon mal erklärt. Ich verstehe es nicht, warum ich hier keine innere Grenze habe. Ich habe aber auch absolut keinen Bock drauf, dass ich jetzt hier eine neue hinzufügen muss. Innere Feldgrenze hinzufügen. Aufnahme starten. Ich kann nur eine Aufnahme starten. Das heißt, also verbessert mich gerne, wenn ich falsch bin, aber ich glaube, die wollen jetzt, dass ich hier nochmal rumfahre. Und ich bin ja schon einmal, wie ihr seht, einmal außen rum gefahren, damit ich hier überhaupt meine Außengrenze machen kann. Das mache ich nämlich jetzt muss ich einmal kurz wieder gehen. Ich gebe wieder beide Hände ab. Ich mache das mit der äußeren Feldgrenze immer so, dass ich einmal außen rum acke, über GPS Aufnahme Auslöser auf manuell mache, so dass ich wirklich die Bahn einmal außen rum habe. Jetzt hat er es nicht genommen. So, und dann erstelle ich eine äußere Feldgrenze mit Bedeckungskarte. So, und eigentlich dachte ich, dass ich jetzt hier innere Feldgrenze bestimmen kann von der äußeren Feldgrenze und dann sag ich mal, was weiß ich, ich will 30 Meter Vorgewende haben, weil ich ja schon ein paar mehr kletter mit dem Drillen fahren wir ja auch 5-mal außen rum, wir haben eine 6 Meter Drille,
Das sind 30 Meter und dann möchte ich hier gerne 30 Meter Vorgewinne haben. Warum kann ich hier nicht einstellen, innere Feldgrenze 30 Meter? Und dann könnte ich nämlich ganz einfach Autotrakt, Wendeautomatisierung, das hier alles einstellen, sodass er hier auch selber umdreht. Und dann könnte ich nämlich auch schlafen. Das natürlich nicht, aber ich meine, die Technik haben wir bezahlt, ich möchte sie gerne nutzen, weiß aber irgendwie leider nicht wie. Ich hatte das alles schon einmal, aber ja, ist dann doch ein bisschen viel gewesen. Aber ist dann doch wohl ein bisschen zu kompliziert gewesen, dass ich mir das so einfach merken konnte. Christopher ist auf dem Schlag nebenan am Strohbunde zusammenstellen. Wir haben da drüben noch einen Schlag, wir haben da drüben noch einen Schlag. Das haben wir ja alles in den letzten Vlogs gedroschen. Ja, und wie ihr seht, regnet es, wir können nicht weiter dreschen, deswegen geht es jetzt hier ran. Auch mal ganz entspannt, ne? Ich habe vorhin schon einmal geguckt, sie sind hier jetzt auf 7 cm Tiefe. Das ist schön, dass wir eine gleichmäßige Bodenbearbeitung haben und nicht irgendwie doch noch ein bisschen was liegen lassen. Ich habe von der Kante angefangen, so fahre ich nämlich, ich weiß nicht genau wie viel Grad, ich schätze jetzt so, was weiß ich, 35, 40 Grad zum Gedrillten, dass ich das alles doch noch mal ein bisschen besser einmische. Vorgewinde mache ich zum Schluss, da fahre ich dann meine 4, 5 Bahnen noch mal außen rum und dann geht es weiter zur nächsten Fläche. Und so sieht heute mein Tag aus, mal gucken wie viel ich euch davon zeige. Wir sehen uns später. Moin! Wir am nächsten Tag. Und ich bin bei der Raiffeisen. Aber nur auf der Waage. Ich habe unseren Weizen hinten auf dem Zug. Ja, das ist jetzt Futterweizen. Geht an einen Bio-Schweinebetrieb. Kann ich ein bisschen durch den Landkreis kutschieren. Der erste Zug geht weg. Das ist noch nicht alles, aber schon mal ein Anfang. Und nebenbei ist Christopher jetzt weiter am Grubbern. Ja, da zeige ich euch auf dem Rückweg einfach mal, wie weit wir da gekommen sind, die Flächen. Sieht alles soweit ganz gut aus. Ich kann mich jetzt durchzirkeln. Und dann bin ich nochmal so 20 Minuten unterwegs zu ihm hin. Dann kann ich da die ganzen, ich habe ja einen Zug hinter, dann kann ich die auseinanderhängen und dann einzeln über die Schnecke abladen. Das dauert leider ein bisschen. Aber ja, anschließend komme ich hier wieder hin zur Raiffeisen, wiegt mich nochmal leer und dann gucken wir mal, wie viel ich drauf hatte. So, und da sind wir wieder bei der Raiffeisen. Und ich muss sagen, die Fahrt mit zwei Lernanhängern ist doch deutlich entspannter. Ich musste die zwar da auseinanderhängen, weil das alles ziemlich eng ist. Das könnt ihr hier in dem Clip sehen, dass es ein bisschen ein Rumgefümmel war. Aber ja, hat dann doch ganz gut geklappt. Er hat zum Glück vorm Hof eine Wiese, wo ich die Wagen schön entspannt auseinanderhängen kann. Und dann einmal von hinten auf den Hof rauf. Ja, und dann hier den Weizen schön in seiner Halle abgekippt. Hier hat er sein Futterlager. Naja, jetzt sind wir hier wieder auf der Waage. Das Gespann passt gerade so rauf. Ich hole mal die Zettel, wollen wir mal gucken, was wir mit haben. So, hat mich auf den Fuß gestoßen. Also. Wir haben 21,5 Tonnen geladen gehabt, sind wir knapp über 40 Tonnen Gesamtgewicht. Ich würde euch das hier ja zeigen, aber die Kamera fokussiert das ja eh immer nicht. Ja, wir fahren jetzt wieder nach Hause und hoffen innerlich, dass das Wetter mal ein bisschen so bleibt. Dann kriegen wir vielleicht auch heute die letzten 2,5 Hektar Weizen in Schreyan abgetitelt. Wir haben hier nämlich auch noch ein bisschen Schwarzhafer auf unseren Ortolandflächen. Reinkulturen dürfen wir ja dreschen, Gemenge nicht. Das muss gemulcht werden. Aber das wollen wir auch langsam mal abkriegen. Und mit der Ackerbohne soll es dann auch losgehen. Und das ist immer wieder ein bisschen Regen angesagt. Eigentlich sollen heute 10 mm kommen. Ja, wir hoffen, dass es nicht kommt, weil irgendwie verschiebt sich das doch alles immer nach hinten. Gut. Wir jucken erstmal nach Hause. Bis später. So, und hier durchs Gebüsch durch. Könnt ihr Christopher erkennen? Wie er mit dem Gespann, mit dem wir gestern unterwegs gewesen waren, einmal die Fläche gegenüber schwarz macht. Hier waren wir gestern unterwegs. Und ich muss auch sagen, ich war gestern ein bisschen dabei, mein Video schon mal vorzuschneiden. Und da ist mir aufgefallen, der erste Tag
Also ich weiß nicht, was mit meinem Mikro da los war. Ich weiß nicht, ob es zu laut war oder ob es zu weit unten war. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall muss ich mich da mal ein bisschen mehr drauf konzentrieren, dass man mich ein bisschen besser versteht. Die beiden Radfahrer hier haben schön nett Platz gemacht. Das ist sehr lieb. Danke dafür. Und gleich ist auch Mittag. Wir sehen uns erst Nachmittag wieder. Bis später. Jo, wir haben Nachmittag. Tatsächlich haben wir schon kurz nach 5. Ich bin in den Kartoffeln im Gange. Ich mache damit weiter, womit Carsten gestern aufgehört hat. Die sind nämlich den letzten Weizen in Schreyan abfädeln. Also mit die meine ich Carsten und Christopher. Und ich bin am Kartoffelkraut abschlagen. Beziehungsweise, ja, zeige ich euch das mal, wie das Kartoffelkraut hier aussieht. Wirklich viel Kraut haben wir hier nämlich gar nicht mehr. Guckt euch das mal an, das ist schon alles von der Krautfäule weg. Alles, was ich hier jetzt gerade abschlage, ist die ganze Mälde. Hier haben wir noch schön knöterig, also der ganze Grünkram quasi, damit, wenn wir hier mit dem Roder sind, dass der Roder das auch alles gut durchkriegt. Da vorne können wir mal hingucken. Das sieht da noch ein bisschen anders aus. Das ist eine andere Sorte. Ich bin jetzt gerade dabei, die Ballerina abzuschlagen. Andere Seite von der Buschseite hatte Carsten gestern mit der Belana angefangen. Und am Vorgewende haben wir Otoya, genauso wie das hier. Das ist die Otoya. Und andere Sorte kommt ganz anders mit dem Krautfäule-Druck klar. Also ihr erkennt schon, die Pflanze ist trotzdem komplett braun, ne? Ist voll im Absterbeprozess. Allerdings die Stängel sind noch grün. Das heißt, es passiert immer noch unten was in der Knolle. Hier ist ein gerader Schnitt. Andere Sorte sieht auch gleich anders aus. Wir schlagen noch nicht alles ab. Einfach aus dem Grund, nicht nur weil die Otoya noch ein bisschen ansetzt, sondern weil diese ganze Mälde, die wächst ja wieder an. Und ja, wir müssen auch irgendwie mit dem Roden hinterherkommen. Wir wollen jetzt nicht irgendwie zweimal mit dem Schlägler hier durchfahren, weil das ganze Kraut nachgewachsen ist. Das will man natürlich vermeiden. Das sind Kosten, aber vielleicht führt daran kein Weg dran vorbei, weil wir jetzt auch schon einiges Rode bereit haben. Das Abschlagen hat auch den Grund, dass wenn ein paar Sorten doch noch grün sind, also dass das Kartoffelkraut grün ist, dass wir einfach einen gleichmäßigeren Abreifungsprozess haben, dass die Knolle, die im Boden ist, alle gleichzeitig schön schalenfest werden und nicht, dass du, wenn du mit dem Roder reinfährst, eine Kartoffel hast, die schalenfest ist. Manche, die waren noch am Wachsen, da haben dann irgendwelche Wachstumsrisse, sind hohl von innen. Das kann alles kommen. Ich zeige euch mal einmal den Schlägler von unten. Hier haue ich 1000er Zapfwelle rein und Junge, und dann geht es hier los übers Feld. Also ich habe hier 900 Zapfwellen Umdrehung, ne? Keine 1000. Und ja, ist eine entspannte Arbeit. 7 km/h fahre ich, je nachdem wie viel Mälde hier hochgekommen ist. Und genau, hier wie gesagt hat das jetzt aber den hauptsächlichen Grund, dass wir den ganzen Kraut abschlagen und dass der Roder hier leichter durchkommt. Alles klar, meine Freunde. Zum Dreschen werde ich heute nicht mehr hinkommen. Wie gesagt, die sind in Schreyan. Das sind aber auch noch 2,5 Hektar, die wir da heute hatten. Ich habe hier jetzt hinter der Buschreihe noch ein paar Reihen von der Ballerina. Danach fängt Belana an. Die will ich aber noch nicht abschlagen. Das heißt, ja, ein paar Stunden habe ich ja noch zu tun. Dann ist für mich Feierabend. Und Feierabend ist jetzt hier auch mit dem Video. Wir haben nämlich wieder Mittwoch. Morgen wird das Video hochgeladen. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt eine schöne Woche. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, wenn dem so ist, dann lasst gerne ein Abo und ein Like da. Ich freue mich immer über alles. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. So, ich bin auf den Fuß gestoßen.